Ja. Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Factorio. Sag mal, ich war doch nicht lange weg. Lange genug. Oh. Okay, wir wollten den Bahnhof anfangen. So. Ja, ich habe leider keine Schienen mitgenommen. Also Alles gut, alles gut. Ich habe an sich genug bin Schienen dabei. hier moralische Unterstützung. Oh Gott, jetzt bin ich geliefert. Okay, so. Das wäre so erstmal ganz gut. Ach, das geht nicht. Moment. Nein. 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 So, ja. Meinst du, der Platz reicht mir da? Ja, ne? Für was? Drei Bahnen, ja, locker. Oh. Brauchst ja noch ein bisschen was, um es auszuladen. Muss ja nichts Großartiges rein. Du meinst, um einzuladen? Oder ausladen. Wie auch immer. Nicht wichtig. Ah, ist ein bisschen eng vielleicht. Nö, wieso? Brauchst ja eine arme Kiste und dann vielleicht Fließband. Arm, Kiste, Arm, Fließband. Reicht doch. Genau. Na gut, ich meine, von der untersten, von der dritten Schiene könnte ich nach unten, von unten beladen. Die oberste könnte ich von oben beladen. Und die oberste darüber, also die oberen beiden könnte ich von oben beladen, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Und das mittlere hier, das wird dann wahrscheinlich einfach die Entladung der Säure. Ah, Sprit brauchen wir ja auch noch. Da müssen wir dann die Säure entladen. Das heißt, wir haben dann. Ja, es sollte funktionieren. Eins, zwei, drei. Ich brauche mal drei Haltestellen. So. So. Und so. Dann halten hier die drei Züge. Dann machen wir das Ding hier. Uranlieferung. Uran. Oder wie machen wir das? Nennt ihr das mal Abholung, ne? Abholung, ja. Uranabholung. War bei dir gerade wie ein Blinker? Wie ein Blinker. Ich höre was, das klingt wie ein Blinker. Das dürften die Signale sein von den Bahnhöfen. Was? Das ist mir noch Die nie machen so, aufgefallen. so ein komisches Geräusch, aber auch nur, wenn du wirklich nahe dran vorbeiläufst. Okay. Oh, wir können fortgeschrittene Ölverarbeitung machen. Damit fange ich mal gleich an, dann produzieren wir effektiver. Brauche ich nicht mehr so viel Dingszeug. Dann ist das hier Kohle Abholung und last but not least haben wir dann Eisenerz Abholung. Lässt du mich auch irgendwo aus meinem Kreis hier wieder rausfahren? Heels. mal gucken. Ehrlich gesagt, jetzt wo ich drüber Ah, jetzt sehe ich nachdenke. das Problem, ja. Muss mal Nee, gucken. nicht unbedingt, das können wir auch anders machen. Wie Machen willst du es einfach denn machen? hier, wir machen hier, mal gucken, hier eine Spur hin und machen hier oben quasi eine Ausgangsspur draus. Oder? Nee, einfach Was? nicht wichtig. Alles gut. Gedankenfehler? Düdüt. Anruf Kein und nicht Anschluss unter dieser Nummer. erreichbar. Ja, ehrlich gesagt, gut, ich könnte es tatsächlich ein bisschen anders bauen, fällt mir dabei ein. Dann mache ich hier keine Verbindung. Mache hier nur eine Einfahrt. Das macht tatsächlich ein paar Sachen ein bisschen entspannter. Und mache die Verbindung halt außerhalb. Das lässt sich ja einrichten.
Sekunde. Muss die Bahnhöfe nur andersrum hingesetzt werden, oder? Nicht unbedingt Nö, eigentlich. das mache ich. Ich lasse das erstmal so. Mal gucken, ob es klappt. Das heißt, trotzdem, ich werde die Mauer hier ein bisschen versetzen müssen. So, Sekunde. Ich gucke erstmal, ob das hier so klappt. Zack. Zack, so. Dann darf der sich hiermit verbinden. Klappt das? Ja. Dann. Ah, der hat eine etwas falsche Länge. Oh, mal gucken. Der ziert sich ein bisschen gerade. So. Perfekt. So. Ja, also beim Bauen von den Bahnhöfen empfiehlt es sich wirklich einfach ab und zu mal einfach eventuell aus der anderen Richtung ranzubauen, ja, weil die Sache dann echt deutlich entspannter wird. Einzige Problem ist, das passt hier kein Tor. Da, wo passt kein Tor hin? Kann ich kein Tor bauen, da kann man kein Tor bauen. Und so. Also wenn es gerade ist, kann man halt keine Tor auf Schienen bauen. Was? Ja. Tor sagt nein. Ach so, weil hier noch eine Schräge drin ist. Ja. Ja, okay, wir müssen den um einen versetzen. Nee, das geht auf der ganzen Strecke nicht. Was? Habe ich nicht noch welche? Ja, okay. Moment, dann muss ich hier noch ein Stück gerade reinmachen. So, das sollte reichen. Ja, jetzt geht's. So. Und kriegen wir hier eine Verbindung hin? Ja, perfekt. So, dann haben wir das nämlich auch. Schön das Tor rein. So. Ja, perfekt. Okay, gut. Was erforschen wir jetzt? Ehrlich gesagt, Landaufschüttung könnte ich mal erforschen. So, damit haben wir das hier oben schon mal soweit abgefrühstückt, dass wir zumindest das vorbereitet haben. So, den Bahnhof. Wo würdest du dazu tendieren, den Bahnhof bei uns zu Hause hinzusetzen? Südlich oder nördlich? Sehen, wo sind denn? Das ist Eisen und Eisen. Eisen, Kohle und Uran. Ich meine, Uran müssen wir sowieso ein komplett neues Gebiet zur Verarbeitung hinsetzen. Südlich, da wo jetzt quasi die Plastiklinie, ist das Plastik? Plastiklinie ja, langläuft, würde ich gerade halt erweitern und da den Bahnhof hinmachen. Das würde ich anbieten, glaube ich. Finde ich gut. Vor allem der Vorteil ist, wir könnten dann eventuell eine Infusionsleitung mit Eisenerz auch parallel legen. Ja. Das wäre gar nicht so schlecht. Ja, die Idee gefällt mir. Wir gehen mit deiner Idee. Das heißt, der Weg wird ein bisschen weiter. Ja, wollen wir uns erst um das Nest kümmern, bevor wir da anfangen. Was? Na gut. Du bist so brutal. Du willst alles ausrotten. Ah, ich habe noch 16 Schuss. Hast du noch Munition übrig? Ja, hab ich schon mit. Kannst du mir was in den Wagen schmeißen? Du bist so liebreizend, danke. Was war denn das? Zu viel korrigiert. Das Gute ist, ne, in die Klippen reinzufahren, gibt gar keinen Schaden. Bäume schon, Klippen nicht. Alter, hier ist was los. Bist du zu sehr gewöhnt, einen Panzer zu fahren? Ja. Da kann man einfach durchfahren.
Ich vermisse auch die panzerbrechende Munition, ehrlich gesagt. Hui. Okay. Objekt wurde beschädigt. Ach, wirklich? So. Kugelschaden? Nee, den können wir nicht erforschen. Das könnten wir erforschen. Das Exoskelett wäre natürlich ganz lustig in gewisser Weise. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen Batterien. Ich erforsche mal Batterien. So. Dann war jetzt noch südlich irgendwas, woran wir vorbeigefahren sind. Du bist schon da, anscheinend. Ja, natürlich. Ah, ich habe irgendwas umgefahren. Ah! Magst du mich mal kurz reparieren? Danke, Jane. So, dann machen wir jetzt noch den hier bei dem... Ah! Ah! Klipp oder Baum? Baum. Ich habe tatsächlich Schaden bekommen. So. Oh. Oh, das war gerade eine Gruppe, die gleich losgezogen wäre. Ah, ist noch... Ah, nee, ist noch Mist, okay. Nein! Ich kann die von hier aus abknallen, ist voll lustig. Nein, die nicht. Was denn hohen Grund, hä? Auf der High Ground. Okay, da geht's nicht lang. Stirb! Oh, tot. Dieses Auto hat auch einen Wendekreis, so von 300 Kilometern. Ja, wenn du zu schnell bist vor allem. Also, solange du langsam bist, geht das sogar. Also wirklich langsam. So, dann haben wir hier mal ein bisschen ausgelöscht. Also das Interessanteste wird halt irgendwie, wo wir diese blöden Schienen tatsächlich auch langführen können. Ah, Klippen, ne? Aha. Also tatsächlich ist da noch ein kleines Ding, was wir eventuell ausschalten sollten, weil das könnte tatsächlich auf unserem Weg liegen. Hier nördlich von uns. Nein! Nein, ach, oh, diese Klippen, Alter! Nein! Baum! Oh! Ich muss erstmal komisch hier runterkommen von den... Ah! Ich bin schon in welchen... Ich stecke fest. Wo ist denn das Nest? Ach, da hinten. Kommt zu erkennen in der Dunkelheit. Ich will das Nachtsichtgerät wieder haben. So. Ja, haben wir ausgerottet. Prima. Teamwork. Dann können wir jetzt tatsächlich... Mein Wagen fährt von alleine. Während ich nicht drin sitze. Das ist nicht gut. Aber er war nicht schnell. Zum Glück. So, irgendwo hier oben müsste jetzt meine Bahnlinie sein. Jawohl, ja. Kannst du Strommasten herstellen? Große? Vier Stück, ja. Okay, ich kann 15 machen. Ich stell mal her und geb dir die. So. Dann kannst du mal versuchen, das hier so zu verteilen, während ich mal versuche, die Schienen nach unten zu ziehen. So. Ihr seht, wie ich schon gesagt hatte, es ist so viel leichter, dieses Spiel, wenn zwei Leute irgendwie das zusammen machen. Die Nester alleine auszuschalten, wäre halt viel anstrengender gewesen. Ich hätte dann wieder mit meinen ganzen Geschütztürmen und sowas arbeiten müssen und halt sowas. Das wäre halt deutlich nerviger gewesen. Und so war das halt echt entspannt. Sag mal, kannst du es mal abbauen? Danke. Das da auch. Prima. So. Also, momentan können wir echt gerade gut durchfahren. So. Was ist jetzt dein Weg? Ah, nur ein Bäumchen. Okay. So.
Noch ein Baum, noch ein Baum. Gut, eigentlich könnte ich von hier gerade nach links gehen. Was? Was sagst du? Hier mit den Stromkabeln muss ich ja der Schiene ewig folgen. Ich kann jetzt hier direkt abbiegen Oh, zur Fabrik. oh. Soll ich noch weiter südlich gehen mit der Schiene oder meinst du, reicht so? Kannst du reichen. Bau erstmal den Bahnhof und dann kann man ja rückwärts gucken. Was? Das klingt nach einer guten Idee. Sowas kannst du nicht vorschlagen. Das geht doch nicht. Wie viele Lieferungen werden wir hier brauchen? Am Ende brauchen wir potenziell Stein, Kohle, Uran, Eisen, Kupfer. Oh Gott. Bist du auch bei 5? Notfall immer 10. Ich fange mal mit 5 an. Ich baue schon mal ein paar Signale. Bausignale. Paar Signale. Paar-Signale, ach so. Sind ja paarig. Ja. Keine Stahlplatten. Oh, ich habe die falschen hergestellt, ne? Ich habe Zugsignale hergestellt statt. Ich habe gerade 3 Zugsignale statt Zughaltestellen hergestellt. Echt so doof. Ne, geht auf keine Kuhhaut drauf. So. Okay, also die Länge wäre jetzt bis hier. Bis hierhin. So, perfekt. Ich hab mir jetzt erstmal eine Standardlänge hergestellt. Mache ich mir jetzt nämlich erstmal die Abstände dazwischen. So. Dann gehe ich mal zurück und baue da schon mal die Signale auf. Bist ja fleißig. Ich gebe mir Mühe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 klingt gut nach dem Abstand. 1, 2, 3, 4. Moment, 1, 2, 3, 4. 5. Und das Ding? Es Baum? war kein Baum. Ach so, Stein? Strommast. Noch schlimmer! Soll auf der anderen Seite von der Schiene fahren, wo keine stehen. Das ist eine funktionelle Idee. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Ich glaube, 2, ich laufe 3, einfach. 4. Zu viele Sachen im Weg. 1, 2, 3, 4, 5. So. So. Ja, das sieht gut aus. Okay, und die müssen dann natürlich wieder zurückgeführt werden. Das heißt so. So, Eisenerz. Wir hatten die Ablieferung und Abholung und Ablieferung, oder? Abholung, Anlieferung. Gut. Ist natürlich in deinem Streckennetz noch nicht verfügbar. Weil es noch nicht angeschlossen. Und da fangen nämlich schon die Probleme an. Mal gucken. Erstmal die hier mit anschließen. Ja. So. Also ehrlich gesagt, mehr als 4 hier unten einzufügen, dafür geht mir der Platz aus. Wow. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, muss ich zugeben. Hatte ich jetzt so nicht erwartet. Mich stehen an Klippen im Weg. Ah, oh Mann! Blöse, Klippen, blöden Sp Klippen! Sp Klippen, Sprengstoff. Oh ja. Gut, im Notfall kann man ja auch einen Bahnhof doppelt belegen. Ja. Ja, das stimmt. Ja gut, hängt davon ab, mit was, ne? Ja. Mal gucken. Ich habe gesagt, wir brauchen, gut, Öl brauchen wir momentan erstmal nicht. Aber Eisenerz, Kupfer,
Kohle, Uranerz. Also es wären vier Sachen, die wichtig sind. Öl brauchen wir momentan nicht. Das wäre im Moment nicht so wichtig. So. Wo ist meine Spur da drüben? Okay. So. Voilà. Prima. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, von hier aus unsere vier Bahnhöfe gleich anzugehen. Ich hoffe, wir können das auch in kleineren Bewegungen machen, weil. Hallo? Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass der mir das jetzt schwierig macht hier. Fangen wir mal unten an. Ja, das geht gut, ne? Natürlich. Ne, das will ich gar nicht erst versuchen. Von hier aus. So, ne. Zum Geier! Das war jetzt nicht wahr. Gut, machen wir es andersrum. Habe ich ja schon mal gesagt. Wenn es in die eine Richtung nicht klappt, mach's halt in die andere. Wenn das auch nicht klappt, verzweifle. Immer so positiv. Was war damit? Das hat funktioniert. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich bestimmt das Problem bei der nächsten Schiene auch wieder. Habe ich keine Schiene mehr? Ich habe wirklich punktgenau meine letzte Schiene verbraucht? Wie überraschend. Wie wir beide. Wir könnten jetzt im Moment auch einfach eine Tür hinsetzen, ne? Na, es wird zu einfach. Das wäre zu einfach, ich verstehe. Ja, da könntest du natürlich recht haben. So Der kann man es mag schon natürlich auch machen. einfach. So. Ein paar Schienen. Was brauchst du denn? Du brauchst eigentlich Stahlplatten. Ich schmeiß mal nochmal meine Schienenproduktion ein bisschen an. Und hol mal ein bisschen Material dafür. So. Das waren 200. Ich brauchte immer nur die Hälfte an Platten, wie ich Stahl brauchte, meine ich. Also auf 100 Platten brauchte ich 200 Stahl. Ich guck mal gleich. Mal gucke. Die Produktion von den Schienen ist halt so schnell, ne? Da habe ich dann echt nur so eine Mini-Produktion hingestellt, die ich von Hand versorge. Das reicht mir im Moment Ja. völlig aus. So, dann brauche ich 400 von denen. 1, 2, 3, 4. Ah, und dann verläuft das nämlich schon wieder. Gut. Da müsste ich dann schon wieder 800 Schienen oder sowas hergestellt haben gleich. Aber ich habe gerade auch 800 fast verbraucht oder so. Ich weiß es nicht genau, die Zahl, aber bisschen. Bisschen war das diesmal. So.
Ich würde sagen, wir machen dann auch gleich wieder einen. Den Bahnhof bauen wir auch dann gleich komplett ein. Ja. Du hast es jetzt auch hier gemacht. Ah, okay, du bist von der. Ja, das sieht ganz gut aus eigentlich. Prima. Bis auf die Zeit, das sieht irgendwie nichts. Es ist. Das was? Das gefällt mir nicht. Das zweite von unten, ja, Es ist irgendwie so. ich weiß nicht, wo ich den halt vernünftig abgreifen soll. Warte mal, Idee. Ich habe eine Idee. Machen wir das hier weg. Okay. Ich bin interessiert, ich bin interessiert. Es ist nur schwer, im Dunkeln sowas zu machen. Ah ja, okay, gut. Hat man nicht so den guten Überblick. Wo waren denn eigentlich die Züge da? Was brauche ich da für Motoren? Ich hole mir mal Motoren, baue schon mal unseren ersten Zug. Also unseren ersten Zugwagen. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. 20 Motoren brauche ich dafür. Ja, 50. Gebe mal zwei Züge in Auftrag und pack die restlichen Motoren wieder zurück. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oder warte, machst du da? Ich arbeite dran. Das könnte funktionieren. Dann beseitige ich einfach die Spur hier. Und wir gucken da nach einer anderen Verbindung. Gerade eins höher, ne? Ja, genau, Müsste genau. gehen. Das war ja mein Problem. Ich kriege das halt nicht auf diese Höhe irgendwie verbunden. Ohne halt irgendwelche merkwürdigen Zwischenschritte. Aber ich glaube, das wird machbar sein, so wie du es jetzt gerade machst. Ja, ich komme hier genau an dem Cliff vorbei. So, und mache ich hier einfach die Verbindung so. Nein. So. Nein. Oh, nein, doch. Hat er nicht. So. Ja, passt. Gibt's in hübsch auch? Ist das jetzt hier nicht? Aber hey. Hey, nicht wichtig. Es muss funktionieren. Kann ich noch eine Tür bauen? Ja. So. Dann. So. Prima. Wir machen keinen großen Abstand zu den Schienen hier unten, ne? Nee, Hauptsache. ich. Ach so, was machst du da? Ach so, Abmessung. Also eigentlich habe ich die gut abgemessen, meine Ja. ich. Seit das ich habe mich verzählt, was ich nicht ausschließen kann, ne? Also so weit will ich jetzt nicht gehen. Nichts ist unmöglich. Und ich bin nicht mal Toyota. Aber das Ding ist auch uralt, oder? Damit machen die gar keine Werbung mehr, oder? Ich glaube mittlerweile nicht mehr, oder? Ja, das haben sie halt aufgegeben, als dann halt damals die Sache mit den ganzen Bremsen waren, wo nicht mehr so richtig funktioniert haben. Habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Ja, Stimmt, die hatten mal ein Toyota hatte mal einen Problem. riesen Rückruf, ne? Ja, da hatten sie Probleme mit Bremsen, was ungünstig ist. Ja, dezent. Aber hey, nichts ist unmöglich. Ja. Ich glaube, dann haben sie erstmal ihre Werbepräsenz ein bisschen runtergefahren danach. Macht manchmal Sinn. Einfach erstmal eine Weile in Vergessenheit geraten. Man hole mir das Gras. Es solle wachsen. Ich dachte eben gerade so was ganz anderes in der Kombination. Ja. Ja,
Nein, das ist nur für die Leute, die sich die Werbung ausdenken. Aha. Ja, das passt unter Umständen bei einigen Leuten, ja. Oder bei einigen Werbeblöcken, so wie sie aussehen. Hä? Hä? Wieso kommt hier kein... Oh nein! Ich muss ganz schnell was hier mal machen. Allerdings, erst in der nächsten Folge. Mein Problem ist nämlich, ich habe wahrscheinlich komplett volles Schweröl und dementsprechend kein Leichtöl mehr. Deswegen stockt hier gerade eine Produktion. Das muss ich mich unbedingt drum kümmern, aber in der nächsten Folge. Denn jetzt heißt es eine sonnige Verabschiedung von mir, auch im Sunny. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mit Sicherheit auch verabschiedet sich auch noch der Kartoffel. Tschüss. Wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Sunny. Bye.